Wow, was ist das denn? Dyson hat ein neues Gerät geschickt. Was ist das denn? Das ist doch kein Staubsauger. Mary, kannst du mal bitte kurz gucken? Dyson hat uns ein neues Gerät geschickt, aber das ist doch Dyson. Das ist kein Staubsauger. Mein Gott, der neue Dyson S-Trip ist da. Geh mal Kaffee holen. Das ist der neue Dyson Airstrate. Wir haben lange auf ihn gewartet, jetzt ist er endlich da. Was kann er? Er glättet und trocknet gleichzeitig. Das heißt, wir haben uns einen Arbeitsvorgang gespart, denn wir müssen nicht mehr erst unsere Haare föhnen und dann glätten, sondern alles funktioniert in einem Gerät. Und wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt in unserem Test. Was liefert Dyson alles mit? Natürlich den Dyson Airstrate und ja, ein Lappen, wo man das drauflegen kann im Bad und es sieht einfach schöner aus. Ich weiß es nicht. Der neue Dyson hat ein außergewöhnliches Design. Es sieht nicht nur schick aus, es ist hochwertig verarbeitet. Es sieht aus wie eine Mischung aus Glätteisen und Föhn. Und das ist es auch. Dyson ist bekannt für seine neue Innovation und auch hier lässt Dyson keine Wünsche übrig. Es ist ein neues Gerät, was es so noch nie gegeben hat. Was das Gerät kann, ist ganz einfach erklärt. Es kann trocknen und glätten gleichzeitig. Mehr ist es nicht. So funktioniert es aus technischer Sicht. Die warme oder kalte Luft wird mit hoher Geschwindigkeit durch die engen Kanäle gedrückt und so schafft es der Dyson Airstrate mit weniger Hitze, das Haar zu glätten. Am Gerät sieht das dann so aus. Hier kommt die Luft raus, wie bei einem Föhn. Und hier sind die Heizplatten, was keine Heizplatten sind, aber hiermit glätten wir dann gleichzeitig das Haar. Hier ist das Display, in dem man den Modus einstellen kann, welche Hitze, welche Temperatur, welcher Modus. Zunächst kann man beim Airstrate unterscheiden, ob man nasse oder trockene Haare stylen möchte. Wir stellen jetzt hier erstmal auf nass und föhnen die handtuchtrockenen Haare besonders am Ansatz etwas an. Hierzu drückt man die beiden Platten zusammen und führt das geschlossene Gerät an den Kopf. Ein starker Luftstrom trocknet nun das Haar. Anschließend kann man mit dem eigentlichen Styling beginnen. Tipp: Für ein besonders schönes Ergebnis ist es ratsam, die Haare, bevor du mit dem Styling startest, in Partien abzustecken. So stellst du sicher, dass du auch wirklich alle Strähnen erwischst. Der Airstrate ist beim Stylen sehr angenehm und nichts zieht und auch das Gerät wird nicht unangenehm heiß. Um ein trockenes, glattes Ergebnis zu erzielen, mussten wir jeweils ca. 3 Mal langsam mit dem Gerät über das Haar gleiten. Dies dauert zwar etwas länger als mit einem Glätteisen, dafür erledigt der Airstrate dabei aber auch gleich 2 Jobs: trocknen und glätten. Auch die Temperatur lässt sich einstellen. Du kannst wählen zwischen 80, 110 und 140 Grad. Wir haben im Test die Erfahrung gemacht, dass mit der Airstrate-Technologie diese Temperaturen ausreichen, um selbst strubbeligstes Haar zu glätten. Zum Vergleich: Ein herkömmliches Glätteisen heizt die Platten auf bis zu 210 Grad auf. Da haben es unsere Haare auf die Dauer nicht so leicht. Einen Hitzeschutz empfehlen wir bei der Verwendung des Airstrates für die Haare aber dennoch, denn auch 140 Grad ist ja nicht gerade kalt. Den Link findest du in der Beschreibung. Den absoluten Turbo-Modus kannst du mit dem Airstrate auch noch fahren, indem du von sanft auf stark schaltest. Nach dem Styling sind die Haare schön glatt und haben einen gesunden Glanz. Das Gerät kann also durchaus mit einem herkömmlichen Glätteisen mithalten, spart dir dabei aber das lästige Föhnen. Einen Unterschied konnten wir dabei aber feststellen. Das Haar wirkt mit dem Dyson Airstrate am Ende voluminöser und nicht so platt gedrückt. Wir finden es mega. Auch ein cooles Feature ist, wenn du das Gerät benutzt. Und du legst es ab, geht es aus. Willst du es wieder weiter benutzen, um die nächste Strähne dir zu holen? Geht es wieder an. Das schont nicht nur deine Ohren, sondern ist auch gut für die Umwelt. Beim Styling wurde die mittlere Hitzstufe, also 110 Grad, und das starke Luftstromsetting verwendet. Normalerweise benötigt unsere blonde Testerin aufgrund ihres sehr dicken und langen Haares allein zum Föhnen ca. 40 Minuten. Und im Anschluss nochmals 30 weitere zum Glätten.
Da der Airstrade es schafft, diese zwei Schritte gleichzeitig zu erledigen, gehören die rund 70 Minuten nun der Vergangenheit an. Die glatte Frisur war in nur 35 Minuten fertig. Die Zeit konnte also halbiert werden. Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Und auch bei mir mit schulterlangem blondierten Haar, muss ich sagen, bin ich mega zufrieden. Bei mir ging es sogar noch schneller. Der Airstrade zauberte mir in nur 15 Minuten eine glänzende, glatte Haarpracht. Auch bei mir betrug die Zeitersparnis am Ende ca. 50%. Gut ist auch, dass die Glätte bis zum nächsten Gang in die Dusche oder dem nächsten Regenschauer hält. Für das Styling zwischendurch kannst du den Airstrade auch im Trockenmodus verwenden. Wir waren im Test absolut positiv überrascht vom Airstrade. Gut aussehen und dabei Zeit sparen? Eine super Sache, oder? Wir haben den Dyson Airstrade jetzt ausführlich getestet. Wir haben gekämmt, wir haben geklettet, wir haben geföhnt. Wir haben lange Haare, kurze Haare, blonde Haare, wir haben alles durchgeföhnt, was geht. Und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was ist der Grund, warum du dir dieses Gerät zulegen solltest? Und ich habe drei sehr gute Argumente für den Dyson Airstrade. Erstens, es glättet deine Haare schonend. Das heißt, du machst deine Haare nicht mehr durch Hitzeplatten kaputt. Argument 2. Du sparst dir enorm viel Zeit, denn du musst deine Haare nicht erst föhnen, dann das Glätteisen einschalten, dann deine Haare glätten, sondern du machst alles in einem. Der Preis. Es hört sich erstmal teuer an. Irgendwas zwischen 400 und 500 Euro wird sich das ganz wahrscheinlich einpendeln. Aber wenn du auf Dyson stehst und du ein Fan von Dyson-Produkten bist, dann wirst du natürlich dadurch sparen, denn du musst dir nicht den Dyson Coral kaufen und den Dyson Supersonic. Das macht das Gerät von ganz allein in einem. Joe! Huch! Testbericht ist fertig, kannst feiern machen. Okay. So macht Arbeit Spaß. Leute, schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, unser Video liked und bald wieder dabei seid mit weiteren Videos und Informationen von Smart Fox TV. Ciao, Kakao!